Okay, Leute, hier fehlt was am Anfang, aber ich vertone das einfach nach, so gut ich kann. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Jump World. Und heute mit dabei ist Mr. Morgame, der ist neu. Und Lord Zombie, der ist immer noch cool. Hallo zu meiner ersten Map, dies ist eine Gefängnisausbruch. Die Map. Warte, Mr. Morg kurz ausblenden. Die Map soll eine Koop-Map sein, aber kann auch alleine gespielt werden. Die Map ist zunächst für den Mongo-Clan Mordado etc. Viel Spaß. Okay, ich bin hier kann nicht man. Der Mongo-Clan oder Mordor. Ist in Ordnung, du musst nicht im Mongo-Clan Warte, sein. Ich bin ETC! Ich bin ETC! Ja. Ja, und hier gibt es zwei Spieleingänge. Ich gehe einfach mal in Spieler 1 und. Ja, Mr. Moore, du musst in Spieler 1 gehen. Das ist zu spät. Komm zurück, Mr. Moore. geh zu Spieler 1. Mr. Okay. Moore und ich sind Spieler 1 und sollen wir Spieler 2. So, hallo. Komm, mein Freund, ich habe dir hier aufgemacht. Ich verstehe es nicht. Ach, oh, ein Luftschacht. Räuberleiter. Ich zieh dich dann hoch. Okay, hui. Ich zieh dich. Kommt. Spring, Mr. Moore. Ich bin zu fett. Nein, komm hoch. Lass mich zurück. Glaub an dich. Nicht runterfallen, sonst sehen dich die Wachen. Oh, oh. Verdammt. Mr. Moore, nein. Sie haben ein Gesicht. Ah, ich bin im Knast. Oh, ist auch weg. Nee. Kann man das denn ihr seid in der Gummizelle angekommen, aber wie wollt ihr bloß jetzt entkommen? Ja, ich bin noch nicht mal weiter. Ja, ich warte hier mal. Ich hab meinen Spaß in der Gummizelle. Wie kommt ihr denn da rüber über die... Hä, ich bin doch auch noch nicht drüber, Mr. Moore. Ja, du musst einfach immer sprinten und Leertaste stoppen. Sprinten, Leertaste stoppen. Das geschafft. Perfekt. Echt nicht, ich bin wieder runter. Bist du auch in der Gummizelle? Mr. Moore, bist du verrückt? Warum bist du hier? Weil ich Gummi mag. Ah, was ist deine Lieblingseigenschaft von Gummi? Also ich finde gut, dass Gummi keinen Strom leitet. Okay, gute Antwort. Und Tommy, was ist deine Lieblingseigenschaft von Gummi? Das reibt so schön. Okay. Ich mag, dass ich mir nicht die Beine gebrochen habe, als ich draufgefallen bin. Das ist auch ein guter Antwort. Das muss der Wolfwaschkiller sein, aber ein seltsamer, so. Die Frauen dürfen dich nicht bemerken. Ein Wolf. Warum sind im Waschkeller nur Frauen? Ach Mann, egal, ignorieren wir das. Weint dein Skin von innen, das sah eben so aus irgendwie. Weint er? Welcher? Oh, Zombie, die bemerkt dich. Ja. Okay, die kann ich nach oben gucken. Spring doch nicht auf der Putze herum, was soll denn das jetzt? Das ist keine arbeitswürdigen Verhältnisse. Nee, wir müssen ab hier. Einmal klettern. Ab da habe ich, glaube ich, auch nicht angefangen. Ah, ich bin im Zwischenstockwerk. Ich bin auch in einem Stift. Egal. Da oben ist das Ende. Fast geschafft. Wow. Guck mal, die ganze Zeit so ein bisschen Jump'n'Run und jetzt einfach so ein riesen Raum, wahrscheinlich ohne Checkpoint. Ah ne, das sind Checkpoints, okay. Hab nichts gesagt, keine Beschwerde, Beschwerde geht zurück. Ich hab eine Beschwerde an den ersten Sprung. Ich hab eine Beschwerde an diesen Leitersprung, der ich nicht, warum auch immer, nicht geschafft hab. Ah, jetzt. Oh mein Gott, ich war gerade besser als Zombie. Wo bin ich? Ach nee, wo bin ich? Ah. Ich hasse diese Leitersprünge, die immer um Ecken gehen. Ne? Ich krieg dann immer echt... Ach, da drunter ist das Portal, deswegen. Die Leitersprünge um Ecken sind aber richtig einfach zu machen. Du musst einfach nur geduckt bleiben. Geduckt bleiben und dann an der Ecke springen und A und... Ach genau, Leute. So bei Mr. Moore gab es auch heute noch Maps, wo ich und Zombie dabei waren. Schaut bei Mr. Moore dabei. Wobei... Es gab eine Folge, aber mit mehreren Maps, oder? Ja, genau. Mr. Moore? Ja? Was raten Sie mir zu tun? Ich will mal selber... Ich rate Ihnen auf diesen... Obwohl. Ich sehe gerade nur den Block, oder? Das war's nicht. Sicher? Geht der nicht? Sonst gibt's hier ja nichts anderes. Gibt's einfach auch mal... Hä? Guck du mal das mal an, Maudado. Vielleicht. Es gibt den Schleimblock. Denkst du, aber da kommt man nicht hoch genug. Findet die Sprünge ein bisschen doof. Ach, Mr. Moore, da musst du Famos Map spielen. Wen? Ihr kannst ja einfach, mach das am besten deine nächste Folge. Der hat drei Maps, reicht für eine Folge.
Mit 4. Aber mittlerweile 4, siehst du? Recht sogar für mehr. Nee, er hat Roffel. Er hat das Orangenmonster. Die für Wintercracker. Und dieses Eisding. Ich glaube, Roffel war das Eisding. Hat 3 Slots oder wurde es geändert? Runic Runner hat er auch noch gehabt. Wo sollen wir nur lang? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Immer auf den Schleimblock. Okay. Ja. Muss doch irgendwas geben. Also der Schleimblock ist nicht richtig, glaube ich. Nee, da kommt man nicht hoch genug. Es könnte sein, dass es ganz knapp funktioniert, wenn man einfach von der Leiter direkt versucht zu springen, von der Wand da. Ja, das war ja das Erste, was wir probiert hatten, oder? Also von hier, von der anderen Leiter, wo du gerade bist. Ach so. Hä, nee, wofür wäre denn sonst die Leiter da oben? Keine Ahnung, Prank. Deko? Das sind meine Zuschauer zur May. Doch, warte. Warte. Nee, du willst doch nicht auf die Leiter durchrennen. Ich will hier hin. Und dann. Oh, Tatsache. Alter. Beim Shader vergisst man die immer. Weil die in die Map klitschen. Checkpoint. Und weißt, dann 3 Sprünge später kommt der nächste Checkpoint. Ach, jetzt schaffe ich es nicht mehr hoch. Zack. Ja. Nein! Ist aber auch ein Prank mit den Ranken, weil die überall im Raum hängen. Ja, und vor allem im Shader klitschen die ganze Zeit in die Wand rein. Ich denke nie an die. Ach übrigens, Mr. Moore, das muss man super vorsichtig machen, dass man da hochkommt an Ranken. Mit so einer Ecke. Muss ich dabei immer geduckt sein? Ja, immer nach geduckt sein und nach oben klettern, genau. Und so einfach die Maus eigentlich nur mit W nach vorne lenken und die Maus so leicht nach rechts drehen, dass du dich ganz leicht nach rechts bewegst. Gesundheit. Ich schaff's Gesundheit. Nicht. Gesundheit. Ich bin sprungbehindert geworden. Und John, du bist jetzt von hier aus? Da drauf. Und von da aus dann einfach rüber. Da drauf. Oh. Dasselbe noch ein zweites Mal. Mr. Oh, da. Wusch. Wusch. Gut, so lange ist hier ein Checkpoint gewesen. So. Oh, Soul Sand. Soul Sand und Eis. Gleich geschafft. Vorsicht, Kanalarbeiten. Nur noch schnell ins Fluchtauto. Alter, ich bin schon wieder runtergegangen. Oh, wir haben gar nicht den Namen vorgelesen. Ist von Patrick Star. Und heißt Gefängnisausbruch. Gefängnisausbruch, was man vielleicht schon gemerkt hat. Alter, ich komme hier echt nicht klar, ne? Oh, Mr. Moore springt noch. Warte, ich muss bewerten. Kreativ? Es hat ja eine Story. Wenn das jetzt auch nicht die innovativste Story ist, es hatte eine Story. So. Sprünge waren gut, Optik war auch gut. Ja. Das haben wir uns geschafft. Ja! Gut. Bewertung abschließen. Himmel und Hölle. Zombie mal. Ich habe das Mord. Schauen wir mal nach. So, hab was. Also, es lädt noch. Nein. Ich hab eine Map ausgesucht. Aber ich finde die. Okay, ist die gut? Ja. Oh, nee, Zombie. Die Map ist jetzt nicht cool, muss ich sagen. Da hinten ist das Klo und die Map heißt Kacke im Klo. Ah. Ich weiß ja nicht. Die ist nicht mal für mich, Zombie. Hey, ja, du musst doch nicht nur Maps für dich spielen. Aber ich find das Thema doof. Warum? Ich habe nach Klo gesucht und dann kam die Map. Okay, Leute, wir spielen die Map. Kaka im Klo hat Zombie ausgesucht. Und Hallo. Lässt sich auch nicht mehr beirren in der Map-Wahl. Und hier haben wir einen Jump'n'Run. Und da hinten ist ein Klo, in welchem wir wohl schlussendlich landen werden. Und da ist Kaka. Aber schon Kaka drin. Ich hoffe doch nicht. Ich will dann sauber schon rausstehen. Oh, ich will gar nicht genau hingucken. Oh Gott. Okay, aber später beim Reinspringen haben wir wenigstens eine weiche Landung. Ja. Besser als alles zu brechen, Leute. Lieber lande ich im Kot, als mir alle Knochen zu brechen. Genau. Erst beim Schleim, jetzt beim Kacker. Das ist eine gute Lebensweise. Also das mag ich an allem. Wenn ich mir nicht alle Beine breche, wenn ich drauf aufschlage, dann mag ich's. Alter, ich schaff's gerade nicht. So. Da wollte ich doch die allerbeste sein. Die allerbeste. Vor allem, es gibt keine Checkpoints, oder? Merke ich es gerade richtig? Es gibt recht lange keinen Checkpoint, ja. Hat er wohl vergessen.
Er musste wohl sehr dringend aufs Klo. Sammelt, 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 guck mal. Oh, Gott sei Dank habe ich einen Checkpoint. Ja, ich sehe es auch gerade. Ich kleiner Cheater. Verstehst du? Cheater? Shit, also Kacke? Ach so. Schimmer. Ja, ne? Hier ist der Jackie. Jackie, wow. Mauder Jackie. Ich hab's auch geschafft. Halleluja. Okay. Oh Gott. Wieso habe ich gesprintet, statt mich zu ducken? Fragte sich Zombie, als er in den Tod fiel. Wie im Real Life. Ach. Vierersprung. Der wird fun. Fuck. Wir sind alle drei am selben Sprung gefahren. Ja, das ist halt ein langer Vierersprung. Das ist einer der schweren Sprünge. Ach man, der geht vom oberen Block genauso schwer. Bin geschafft, ihr Noobs. Nee, hast du nicht. Oh. Ja, vielleicht geht er von oben doch schwerer. Leute, ich bin kurz. Hast du den von oben oder von unten gemacht? Müsst ihr mal. Von unten. Okay, ich wollte schon sagen. Leute, ich bin so weit. Ich warte aber auf euch für diesen Moment. Warte. Ja, warte bitte. Ich will dabei sein. Das machen wir alle zusammen. Ach man. Ich sehe das Glück in der Toilette. Ich erkenne es auch schon im Augenwinkel. Hey, hört doch auf mit den Pranks. Ich schaff das nicht. Schaffst du das, Tommy? So, wir warten hier. Guck dir die Pracht an. Nein, ich will sie nicht angucken. So, hast du die da reingemacht? Oh nee, die ist zu groß. Weißt du, was richtig lustig wäre? Hätte er noch Details reingemacht, wie Maisstückchen oder so? Ja, kann man ja nicht. Außer er baut viel größer. Buttons. Buttons. Lecker. So ein Maisstück. Ach, ich habe meinen sinnlosen Doppelsprung gemacht und es hat funktioniert. Ja, ein bisschen hilft der, glaube ich. 3, 2, 1, Klo! Klo! Aua, ich bin aufgekommen. Ja, ich auch. Leute. Ach, da ist die Druckplatte. Ach, nice. Gefühl. Danke, also alles auf sehr gut bewerten. Sag mal, bewerten sehr gut, sehr gut, sehr guck gut. Mal, hier ist das, was du liebst. Zack. Achso, dass man... Ja. Oh, dann muss ich doch schlecht bewerten, verdammt. Muss lass ja mal... Lass wir noch mal machen und einen neuen Rekord aufstellen. Gut, ja, also Flippo GHG, gute Map. Danke fürs Einschicken an Maudado. Ja, danke fürs Einschicken an mich. Kaka im Kloa. Oh, spielen wir Maudados Fall. Ich denke, das ist eine Get-Down-Map. Get-Down. Oh, nee. Tommy, wir müssen wieder vorlesen. Yes. Hallo, hallo, liebe Leute und herzlich. Moment, da passt etwas nicht. Also willkommen mein Jump One. Ich wünsche dir viel Spaß. Ach ja, es ist ein maudadistisches Secret versteckt. Ich bin zwar kein Fan von Stories in Jump Ones, aber für die, die unbedingt eine haben wollen, hier. Du bist in eine Schlucht gefallen. Finde wieder raus. Ist der Typ Mexikaner? Ich glaub nicht, dass Mexikaner so reden würden, aber... Ich dachte, Texaner meine ich. Oh, schnell. Ja, genau. Cheat. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Auch wenn es sich nicht wirklich lohnt, muss ich sagen. Oder? Oder warte, kann man nicht einfach den da machen? Nee. Dammit. Zombie cheatet, ich sehe es, okay. Hä? Der Zombie würde nie schummeln in Jump'n'Runs. Liebe Jump'n'Runs, warum sollte ich da schummeln? Besonders, wenn man einfach zum Checkpoint schwimmen kann. Kann man. Nee. Oh, hallo. Kann man oder kann man nicht? Ja, man kann einfach hochschwimmen. Okay. Na wie? Mr. Mom muss rausfinden. Hä? Auf dem Steinzaun da. Achso, man kann hier einfach rauf. Oh. Ja. Aber warte, ich will den noch versuchen. Ach, Mann. Oh, vergiss es. Hä? Nein, du warst schon da. Du bist schon so weit, wie es geht. Kann man nicht auch hier hoch? Nee. Sicher? Nee. Okay. Gut getestet, die Map. Oh, ah, warte mal noch. Oh. Hier müsst ihr mal, hier drüben. Nee, man kann da drüben auch durchspringen einfach. Genau. Ja. Da war eine Decke über dir. Aber du kannst hier, guck, hier in der Ecke. Kannst du so da rüber. Kann man einfach vorbei. Hä? Ich komm da nicht hoch. Ja, muss man ein paar Mal probieren. So, warte, wenn ich hier bin. So. Hallo Maudado, wie unhöflich bist du? Dein Gast ist hier und du rennst ihm weg. Ja, ich renne ja nicht weg, ich falle in den Tod immer und immer wieder.
Einfach weggerannt vom Gast. Nein, nein, Mr. Moore. Mr. Moore ist mein Gast. Ja, ich renne doch nicht von meinem Gast weg. Aber ich war Gast. Zombie ist auch mein Gast, das stimmt. Okay, ich glaube, Zombie hat wieder den extra Weg gefunden. Da wäre ich aber eigentlich auch hochgeschwommen. Habt ihr schon das maudadistische Secret gefunden? Nee, aber Zombie ist nicht gerade. Ja, wenn ich es finde, sage ich Bescheid. Zombie sucht auch das Ende. Bist du schon am Jump Run vorbei? Hä? Bist du schon fertig? Ja, ja, draußen ist. Ich bin aber bis zum Ende gelaufen. Achso, da war nix. Nee, da war nur das Ende. Ach, du konntest echt zum Ende. Ach, Mann. GG. Gut getestet. Also, Yeti klar? Ich würde gerne die Decke sehen. Ja, ich. Entschuldigung. Kommen wir nicht weiter? Aber an sich ist es ganz nett innen drin, wenn man nicht abkürzt. Du wartest nicht mal auf mich. Achso, ich warte, doch schon klar. Ich bin jetzt mit dem Raum fertig, jetzt warte ich hier ein bisschen mal. Warte, ich komm sogar dir entgegen, warte. Ey, diese blöden. Ah, okay. Freude, vielleicht kann ich das auch nicht. Warte, ich kann hier unten dir zugucken. Im Wasser. Ich krieg ein Kind, ne? Okay. Wie nennst du's? Maudadidududududu. Ich such mal nach dem Maudado-Secret, weil ich echt noch nichts gesehen hab. Oh, Mr. Moore. Ich bin hier. Ich feuer dich an. Und Sprung! Oh. Ich komm eigentlich bis dahin, komm ich, aber ab da. Ja, Konzentration, Mr. Moore. Genau. Oh, Maudado, da wo wir hochgeschwommen sind, müsste man runterschwimmen. Ach, das ist Secret? Ja. Warte, dann komme ich hier mal hin. Obwohl, komm ich da hoch? Nö, komm ich nicht. Kannst du ja am Ende gucken. Von draußen. Wie hast du das geschafft, Mordor? Warte, du musst einen Sprung nach dem anderen. So, jetzt geht's auf den Zaun. Zack. Okay. Ich knall immer gegen eine Decke. Da schaffst du es, aber da schaffst du es ja drauf. Dann zieh ein bisschen mehr nach rechts. So. Und jetzt hier drauf. Und dann ist da ein Checkpoint. Oder? Ja. Perfekt. Nice. Was hab ich denn gerade? Genau. Alles supi-dupi. Alles supi. Und dann hast du es eigentlich schon. Guck, und dann sind wir hier. Perfekt, Mr. War. Da musst du nur noch um die Ecke kommen. Ach so. Da kannst du einfach laufen, Mr. War. Du kannst da einfach laufen. Guck. Einfach laufen. Guck mal, da ist verschüttet, deswegen müssen wir hier abbiegen natürlich. Das ist ja verschüttet. Ja, hier ist alles eingebrochen. Alles. Den Bach runtergegangen. Irgendwie war die Map nicht so schwer. So, und dann sind wir schon am Ende. Und dafür bekommt es ein. Schau dir erstmal das Secret an. Also die Sprünge mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Ach, ich weiß nicht. Kreativität. Gut. Optik fand ich sehr schön. Und jetzt gucken wir uns das Secret an. Wo bist du, Maudado? Ach, du bist innen rumgegangen. Ach so, da. Eine nicht schön gebaute Maudado-Sockenpuppe. Hashtag Zuschauer. You found a secret. Yay. Okay, ach. Leute. Dann war's das. Gefunden. Ja, Zombie hat's gefunden. Zombie hat auch direkt das Ende gefunden. Ja, drei Fails und 2 Minuten habe ich hier. Oh, Zombie ist ein Profi. Konnte man auch am Anfang einfach direkt irgendwo rausklettern? Oh, vielleicht. Oh. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Sehen. Schaut bei Mr. Four vorbei und bei Lord Zombie. Bei Mr. Moore kommt auch, wie gesagt, heute noch eine Jump League-Folge oder gestern. Ich weiß nicht, wann das Video hier kommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Tschüss.